Okay, alles ist okay. Und hier ist auch kristallklar. Wir konnten uns sehr gut vor dem Monster verstecken. Aber außer dem Zettel, der uns weiter in der Story bringt, hat uns das jetzt irgendwie nichts gebracht. Außer ein paar Überwindungssekunden. Und wahrscheinlich hat diesen Brief aufzunehmen jetzt was geskriptet. Ah, doch, ich glaube, hier könnte was Gutes sein. Und zwar ein Messer oder so, womit wir die andere Tür da aufbekommen. Ich frage mich nur, wer dieses Männchen da ist in der Wand. Ja? Das ist ein Foto von jemandem, den er wohl misshandelt hat. Und jetzt nicht sexuell. So, okay, doch, vielleicht auch. Vielleicht war ein sadistischer, schwuler, ein sadistischer, schwuler Bastard, der gerne Leute verletzt. Ach, das war die Flasche, die ich da hingeworfen habe. Ich hab Angst. So ein bisschen. Solche Spiele sind für mich. Ah, hier, ja. Congratulations for coming this far. I'm so excited for you. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa, you know. Friendly fellow, a real bon garçon, but frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please, go on. We are just getting started. Oh, ich hab Gefühl, der Typ, den sie gerade gesagt hat, von wegen, ich hoffe, du hast ihn gerettet. Ich glaube, genau den haben wir getötet. Kann man das hier irgendwie... It will not budge. Können wir hier? Ne, wäre auch irgendwie ziemlich eigenartig gewesen, wenn doch. Warum habe ich so verdammte Angst? Weil das Spiel gruselig ist. Auf in die Bibliothek. Was heißt Schalter? Shelter, Zuflucht, glaube ich. Mhm. Oh Gott. Wir nehmen schon 22 Minuten in etwa auf. Oh Gott. Mal schauen, ob wir nicht gleich aufhören, weil es... Warum? Pass mit deinen Ellenbogen auf. Ich muss richtig zocken können und nicht mich an dir dran stoßen können. Fürs Erste ist es wohl besser, wir verstecken uns hier. Picked up Slide 2. Ja, das zeigt uns, es ist etwas unterwegs, das uns schaden möchte. Und wir wissen das genau. Nur, wir wussten es bis vor ein paar Sekunden noch nicht. Mach's vor die Tür, mach irgendwas vor die Tür. Please, 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 please. Bringt nichts. Aber egal. Meinst du, der kriegt das weg? Meinst du unsere Figur? Nee, das Ding, die Tür. Lass mal überlegen. Du hast recht, irgendwas läuft da. Wir müssen erstmal unsere geistige Gesundheit wiederherstellen. Sehr schön. Das war jetzt bitter nötig. Wir sprinten jetzt zu der Tür. Nochmal kurz ins Licht, zur geistigen Gesundheit und los. My broomstick. I can fly around the world. Nein. Die Tests gehen ganz gut voran. Die meisten lang. Keine Ahnung.
Einer der besten ist die Lichtbox. Sorry, das müsst ihr euch entweder selber durchlesen auf Pause oder ja. Slide 1. Okay, das wäre schon mal. Wir hätten die Räume andersherum austesten. Ha, Mann, ihr Fliegen! Verpisst euch! Ich kann's nicht haben, wenn während eines Zorn rausspielt mal eben eine Fliege auf mich drauf geht. Oh Mann, 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 Mann! Ganz viele Tinderboxen schon mal. Schön. Ich hätte aber auch gerne mal Öl. Es wäre eine sehr große Erleichterung für mich, mal Öl zu bekommen. Wow! Ich weiß es nicht. Wow! Das war jetzt aber sehr unspektakulär. Naja. Hat angekündigt, neue Game-Server. Aztec only. Oh, ich kann Zombie Panic Source beitreten. Mache ich vielleicht gleich. Was ist das? Ein Zombie-Spiel. Oh, wenn geil. Du willst, kannst du gleich ein bisschen zusehen. Ein bisschen. Weil ich ja mit jemandem zusammenzocke und so wie ich dich kenne, gehst du jedem auf die Nerven, der mir nicht auf die Nerven geht. Von daher. Ja, das ist schön. Aber was? Immer Tinderbox, aber niemals Laterne, Öl. Laterne habe ich, aber leider kein Öl. Naja. Glauben die im Ernst, ich finde das nicht, wenn es so schön leuchtet. Alter. Hüpfst du und dann stehst du, schnappst es dir. Ja, ich weiß, ein wenig ironisch. So. Oh, Mr. Chair. Come with me, Mr. Chair. Hello, Skirtex. Chair Mode activated. Genug PewDiePie nachgemacht. Außer den Slide hat uns dieser dieser Raum hier gar nichts gebracht. Wow, das ist auch so eine Tui. Alter. Alter! You come with me, Mr. Chair. You wait here. Was ist das denn? Mach das Licht an, ja? Welches denn? Penis. Zeig. Who are you? Who's there? Holy fuck. You'll burn for this. You'll burn for this. Have mercy. Du hast schon wieder einen umgebracht. Tut mir leid, wer sagt, dass ich brennen werde, der muss sterben. Sick, twisted child. Und noch einmal. Nein, guck da nicht durch. Das ist böse. Schock. Was hat meine sadistische Ader da gerade angestellt? Du hast gerade einen voll gequillt. Ich habe ihn irgendein Gliedmaß abgetrennt. Das hat man genau gehört. Du Sadistenschwein. Eigentlich habe ich da ja keinen Spaß dran, aber der Typ hat mich voll genervt. Und außerdem wollte ich wissen, ob da noch irgendwas passiert. Ich glaube, das, was auch immer mit diesem Schalter verbunden ist, bleibt in seinem Körper drin. Ein wenig leid für ihn. Vielleicht in der nächsten Tür finden wir den. Hä? In der nächsten Tür finden wir den so. Ich glaube, den finden wir gar nicht. Außerdem, es gibt auch keine Möglichkeit, ihn zu retten. Das hier ist ein Test. Oh, fuck. Bin ich eigentlich behindert?